Und das war halt ein Nachrichtensender. Na klar, alle wollten wissen, was los ist. Ne? Die ganzen Amis dachten sich, komm, wir gucken uns das mal an. Ich habe es mir ja auch angeguckt als Deutscher. Und dann ist da natürlich der Bär los. Ne? Aber lass dich auch so reinpayen, aber sei denen gegönnt. Also die haben da gute Arbeit gemacht auf jeden Fall. Ich habe da eine gute halbe Stunde zugeguckt. Das war schon eine super Berichterstattung. Wieso haben wir denn schon wieder zu viele Sticks? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ging mein Superchat eben unter. Oh, Shadow Production, vielen lieben Dank für 2,49. Nee, das ging nicht unter. Das wird mir allerdings nur oben angezeigt. Das wird mir unten nicht angezeigt. Nur oben. Ach, gut, dass du darauf hinweist. Vielen, vielen lieben Dank für 2,49. Auf und davon. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Küsschen aufs Nüsschen gibt's nächstes Mal. Lacht, das Fisch wird so im Lager gelagert bei der Wärme. Ja, das wird halt hier einfach gelagert. Das Fleisch wird einfach ins Regal geschoben. Da hoffe ich auch ein bisschen auf ein Update, dass da irgendwann so ein kleiner so ein Kühllager kommt. Ne, das wäre cool. So ein schönes Kühllager, das wäre top. Ja. Kunden helfen. Wie haben wir schon wieder so eine Sticks? Oh, das ist doch eine Rotze, ey. Ja, da muss ich extra heraufschauen für dich. Für 2,49 guckt man aber gerne mal kurz hoch. Ja, Philipp, siehst du, Philipp wieder hier immer schön an meine Gesundheit denken. So. Ich glaube, du bist der Dritte. Shadow Production. Ich glaube, du bist der Dritte. Mit einem super Chat. Erstmal das Bier wieder auffüllen. Ne? Da darf auch nichts fehlen. Ein Bier darf es nicht scheitern. So weit kommt's noch. Ach ja. So, Mehl. Andere Bier. Irgendwie kommst du aber auch jedes Mal rein, Shadow Production. Irgendwie, wenn du reinkommst, spiele ich komischerweise fast immer den Supermarkt-Simulator. Kann das sein? Einmal auch Witcher, glaube ich. Einmal Harry Potter, glaube ich auch. Aber ich glaube am meisten, wenn ich das hier spiele. Witzigerweise. Nee, das war falsch. Okay, gut. Denn. Ja. Achso, hier. Das ist das. Und das kommt denn mit. So. Schön das. Das liegt am Piepen, das kann sein. Du hörst ja bestimmt so in deinem inneren Ohr. Irgendwie, ich glaube, der spielt heute wieder den Supermarkt-Simulator. Da muss ich doch mal gucken gehen. Da muss ich doch mal schauen. Bin mal ein Rauchen. Eggy, mach das, mach das.
Milch. Nö. Nö. Hör mal, die kriegen auch nichts geschissen an der Kasse, ne? Boah, das sind wieder die richtigen hier, ey. So, was haben wir hier noch? Honig. Ja, den habe ich schon gesehen, den Kartensimulator, aber ich glaube, das ist nichts für mich. Also ich bin halt auch nicht so der Pokémon-Fan oder generell Karten-Fan hier, so mit, ja, was in dieser Richtung, ne? Da bin ich nicht so der Fan von. Aber habe ich schon gesehen, natürlich, ja. Eggy, Grüße gehen rüber. Ja, richtig aus, wenn Eggy gleich wieder da ist. Richtig aus. Haben wir es, ne? Da sind wir schon wieder durch hier. 25.000 haben wir auf der... Geilo, Mann. Geilo. Hab heute damit angefangen. Ist ganz witzig. Nice, geil. Grüß dich. Einen wunderschönen. Hast du mit dem Kartensimulator angefangen, ja? Aber wie gesagt, ich bin ja nicht so der Typ, der so Pokémon oder sowas, ne? Oder hier Digimonster oder so, was weiß ich, was es da für Karten gab. Gar nicht so, ne? Ich glaube, dann ist das auch eher nichts. Dann bleibt man lieber hier, oder? Ah, warte mal, ist die Michelle noch da? Michelle noch da? Sieht jedenfalls sehr, sehr ähnlich aus vom Gameplay. Ja, das ist schon sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Das hat ja alles hiermit angefangen, ne? Das Spiel kam raus und dann kamen irgendwie noch ein paar Spiele in der Art hier wie Supermarkt-Simulator raus fürs Handy. Dann wurde ein Simulator gemacht für Tiere, wo man Tiere kaufen kann. Ein Zoosimulator quasi. Aber auch genauso aufgebaut, ne? Es gibt so mittlerweile so viele Spiele in dieser Richtung, aber das hier war halt so das erste, ne? Richtige, und das ging ja richtig ab hier, das ging ja richtig durch die Decke, das wollte ja irgendwie jeder spielen, ne? Mittwoch beginnt 9.10 Uhr, nee, Mittwoch fangen wir schon um 11 Uhr an, vormittags. Da wirst du wahrscheinlich noch nicht da sein, aber Mittwoch gibt es einen 12-Stunden-Stream mit Alkohol. Meine hochprozentige Spezi. Richtig schön einen reinlöten. Da habe ich schon Bock drauf ein bisschen. Also ich werde mir ja nicht so richtig einen reinbrutzeln, dass ich hier so hänge. Ne? Bevor das passiert, mache ich den Stream lieber aus. Dann mache ich irgendwann ab 18 Uhr Helikopter hier. Jo, dann war es das mit Twitch. Naja, dann gehe ich nur noch bei YouTube live. Da sind ja ein paar Shadows sind ja da. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist das Mikrofon voll. Donnerwetter. Aber ich kann dir noch nicht genau sagen, wir können ja abends so anfangen oder so. Ich weiß nicht, wann du könntest. Wahrscheinlich gehe ich so ab 17 Uhr, würde ich reingehen ins Spiel. Ab 17 Uhr für 2 Stunden oder so. Und irgendwann machen wir dann halt den Kirmes-Simulator, ne? Vielleicht aber auch schon zweimal. Vielleicht gehen wir auch mittags schon mal rein für eine Stunde oder zwei und dann abends nochmal eine Runde rein in den Kirmes-Simulator. Gibt es einen neuen Popschutz? Ja, dann gibt es einen neuen Popschutz. Ja, wenn ich sage, deswegen gibt es einen Popschutz. Aber Twitch sagt ja, man muss Herr der Lage sein, ne, wenn man Alkohol trinkt im Stream. Es ist nicht verboten, aber man muss noch Herr der Sinne sein irgendwie. Aber bin ich ja so auch nicht. Also Quatsch eigentlich, ne? So, Dalle, zeig mal her den Bums. Verwaltung, Wachstum, kaufen wir. Ob das so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Wuhu! Wir haben eine Ecke freigeschaltet, wo wir nicht reinkommen. Wuhu! Jetzt. Das ist eigentlich scheiße, ne?
Die Ecke ist jetzt komplett überflüssig hier, wie die ich gebaut habe. Der Herr der Sinne, demnächst im Stream. Demnächst bei ihrem Streaming-Anbieter. Schalten Sie ein. Okay. Okay, ist gut. Den hier hin. So. Ah, jetzt kann der da auch endlich mal weg. Sauber. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen komisch, ne? Aber was willst du machen, ne? Nur mal kein Ponyhof das Leben. Ist ein bisschen merkwürdig jetzt aus hier, aber naja. Dass das auch mal so schweineteuer ist, ne? Und die nächste kostet einfach mal schon wieder 31.000 Euro. Halleluja, ey. Jetzt sparen wir halt wieder auf dem. Jetzt als nächstes sparen wir auf. Lizenz und den Lager. Mach mal auf hier den Bums. Wir müssen ja nebenbei jetzt Geld irgendwie reinholen wieder. Sonst ist hier bald vorbei mit Kaufen. Aber sag doch, dass du das noch hast. So, einer davon, zwei davon, zwei da, ein da. Eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, eins. Es piept wieder. Zack. 2, 1, 2, 3, 4. Eins. Das blaue Wasser müssen wir noch machen. Okay, das blaue Wasser müssen wir erst noch warten, bis wir wieder bezahlt haben. Weil wir kein Geld mehr haben. Piepfetisch, genau. Tolle Piepfetisch. Geil, endlich wieder piepen, Junge. Geil. Ich glaube, es piept hier, oder was? Junge, kauft mal jetzt schneller ein. Ich brauche 788,74. Gib mal ein bisschen Gas. Ina, hast du nächste Woche Mittwoch Homeoffice? Oh, warte. Hey, piep weiter. Okay, 180 fehlt noch circa. Schön. So. Kaufen. Zack, wieder nur 90. Super. Okay. Einmal Käse. Ah, es gibt eine schöne. Machen wir nächstes Jahr schon schöne Piep-Choreo. Einen großen Blockfahne mit. Ich glaube, es piept. Was wollte ich? Achso, hier. Einmal das. Zweimal das. Ah, nee, warte. Das waren ja nicht die Sticks, ne? Was ist das? Ah, siehst du, das ist es nämlich immer. Das sind die scheiß verfickten Jakobsmuscheln.
die ich immer nicht kaufe, weil ich denke, das sind die Sticks. Das sind gar nicht die Sticks. Das sind die. Donnerlottchen. Piepen in Dauerschleife, es piept schon wieder los. Ja, ich glaube, es piept schon wieder los, ja. Komm, mach ihn da, ja, 45, danke. Wir weiter piepen. Was? Oh, ich schon wieder ein Kunde, der Hilfe braucht. Warte kurz. Wo war ich jetzt gerade? Hier, genau, okay. Dann eins davon, Wodka. Ja, Wodka immer gut. davon, zwei, einer steht noch rum. Einer, 1, 2, 3. Okay, müssen wir wieder kurz warten. Das Schlimmste ist, wenn das Piepen alle ist. Ja, leier da mal was an. Ah, oh, die waren leider nicht da dieses Jahr. Ich war traurig. Wodka! Wodka geht immer, ne? Wobei, ich bin mittlerweile so ein bisschen auf den Havanna-Trip mehr gekommen. Tatsächlich.